Die FIFA-News heute mit diesen Themen. WM kommt auch im normalen Food. Dein Land, dein Cover. Hollywood-Legende für FIFA 19. EA findet es schade, dass kein PES auf der Switch kommt. Es ist etwas Zeit vergangen, nachdem nun endlich FIFA 19 angekündigt wurde. Viel wissen wir aktuell noch nicht, außer wenige neue Gameplay-Neuheiten, dazu demnächst noch ein Video, dass The Journey ins Finale geht und eben die UEFA Champions League, Europa League und der Supercup am Start sein werden. Für alle Tournament-Modi im Spiel übrigens. Während die Konkurrenz bereits ziemlich viel bei der E3 offenbart und sogar erstes Gameplay-Material gezeigt hat, hält sich EA mit FIFA 19 noch zurück. Was wiederum einen interessanten Spannungsbogen aufbaut. Man weiß mal wieder nicht, wann, wie, wo, was veröffentlicht wird, das das Leben eines Dikos auch nicht leichter macht. Obwohl Konami dieses Jahr endlich mal nicht der schlechteste Trailer gelungen ist, haut da EA nochmal was Großes raus. Auch wenn die Meinungen gespaltet sind zwischen High-End-Trailer und Mega-Hype sowie joa, immer dasselbe CR7 rumkicken sehen und eben die CL ist dabei, ist jetzt nicht gerade mal so über-mega-super-hammer. Dennoch grandios, dass EA Sports eine Hollywood-Legende ins Boot geholt hat. Hans Zimmer ist einer der größten Filmkomponisten auf der Welt. Und für uns aus Deutschland sogar was ganz Besonderes. Denn Hans Zimmer ist Deutscher, geboren in Frankfurt am Main. Und wenn er sich Mühe gibt, kann er auch noch sehr, sehr gut Deutsch sprechen. Nachdem sich Zimmer anfänglich auf das Musikbusiness konzentrierte, wechselte er in den 80ern zum Film- und Fernsehsoundtracks. Spätestens nach seiner ersten Oscar-Nominierung für den Film Rain Man 1988 war Zimmer ganz oben angekommen. Seither war Zimmer an mehr als 100 Soundtracks, unter anderem für Film und TV, beteiligt, von denen etliche bedeutende Nominierungen und Auszeichnungen erhalten haben. Seinen ersten und bislang einzigen Oscar gewann Zimmer 1994 für den Disney-Zeichentrickfilm Der König der Löwen. Darüber hinaus erhielt Zimmer 2 Golden Globes, 4 Grammys und viele weitere Preise. Wer immer noch nicht weiß, wer Hans Zimmer ist, seine Musik kennt man bestimmt, wenn ich euch sage, von der bekannten Batman-Reihe, The Dark Knight, Dark Knight Rises und so weiter. Flug der Karibik. Inception. Seit meinem 14. Lebensjahr bin ich ein unglaublich großer Fan von Hans Zimmer. Ich höre ihn auf und abwärts meiner Playlist. Denn was wenige von euch wissen, YouTuber zu werden und FIFA zu präsentieren und zu zocken war und ist weiterhin nicht mein wahrer Traum, sondern das Filme machen. Leider werden Träume nicht immer wahr und man muss andere Wege gehen. Nur seinen Traum sollte man niemals aufgeben, das habe ich auch nie aus den Augen verloren. Mal gucken, was die Zukunft so bringt. Hans Zimmer war vor kurzem auch das erste Mal persönlich auf Tour, auch in Deutschland. Ich war in Hamburg sowie nochmals in München live dabei. Einfach ein Muss und auch wenn es jetzt unbezahlte Werbung ist, muss ich das einfach mal loswerden. Die ganze Live-Show kann man nun auf Blu-ray sehen. Gänsehaut garantiert, Link in der Infobox. Jedenfalls bezeichnet Hans Zimmer scherzhaft seine Technik als Zimmerisierung, denn seine Handschrift ist im kompletten Song vom Trailer zu FIFA 19 einfach nicht zu überhören. Wenn man mit EA Sports zusammenarbeitet, hat man es wirklich mit Leuten zu tun, die wissen, wie wichtig so ein Projekt ist, so sagt Zimmer. Man will etwas erschaffen, das die Fans fasziniert und ihnen ein völlig neues Erlebnis ermöglicht.
Wie fandest du die Musik des Trailers? Hat es dich überzeugt? Du hast die Schnauze voll von deinem FIFA 18 Cover, du hast da immer noch Ronaldo drauf und kannst seine Fresse nicht mehr sehen? Dann bietet dir EA nun die Möglichkeit an, das Cover neu auszudrucken. Ob Argentinien, England, Deutschland, Spanien, Frankreich, Belgien oder Mexiko. Die Xbox One und PlayStation 4 User, die mit CD spielen, können nun diese runterladen, ausdrucken und das Cover wechseln. Auch für Instagram, Twitter und Facebook möglich, für jeden, der gerne möchte. Link dorthin in der Infobox. Bei der E3 wird natürlich auch viel über Neuheiten im Bereich Technikentwicklung für Spiele gesprochen. Auch EA redet über ihre Real Player Motion Technologie, die sie ja in mehreren Spielen einsetzen und nicht jeden Zocker überzeugen. Dennoch sind einige nicht zufrieden mit Bewegungsanimationen und mehr. Dennoch für euch mal ein Ausschnitt aus dem, was EA dazu sagt. Vor der Nutzung der RPM-Technologie im Entwicklungsprozess haben wir einfach einzelne kurze Animationsclips aneinandergereiht, um die gewünschten Animationen zu erhalten. Diese Methode war nicht nur extrem zeitaufwendig, wir mussten auch Einschränkungen bei der Animationsqualität in Kauf nehmen. Mit der RPM-Technologie können wir dagegen längere Animationsclips aufnehmen. Wir müssen die Animationen nicht in Einzelteile zerlegen. Das Ergebnis sind weitaus natürlicher, anmutende Bewegungen, die auf authentische Art und Weise mit der jeweiligen Situation interagieren. Die Entwickler haben schon eine Menge Ideen, wie sie RPM in neue Spiele einbauen wollen. Zum Beispiel soll sich RPM auf Stick-Moves, die Fortbewegung der Spieler und die Touchdown-Jubel in Madden NFL 19 auswirken. Wie bei vielen neuen Technologien liegen die Herausforderungen laut Madden NFL 19 Lead-Gameplay-Designer Clint Oldenburg nicht bei der Umsetzung, sondern darin herauszufinden, was mit der Technologie überhaupt alles möglich ist. Bislang konnten wir nicht alle Möglichkeiten von RPM vollständig ausreizen. Das sind zweifelsohne gute Neuigkeiten für unsere Spieler, so Oldenburg. Die WM kommt auch im normalen Foot. Während der WM gibt es nun, die keine Lust auf den WM-Modus haben, auch WM-Events im normalen Foot. EA nennt dies Festival of Football. Mit dem größten Fußballturnier der Welt, das diesen Sommer ansteht, feiert EA Sports die Weltmeisterschaft im FIFA 18 Ultimate Team mit einer einmonatigen Veranstaltung, die zahlreiche Möglichkeiten zur Aufwertung deines Food-Teams bietet. Von neuen Trupps speziellen Food-Items bis hin zu verschiedenen thematischen SBCs und Objekte kannst du im Ultimate Team erleben. Eine Vielzahl von SBCs wird während des Festivals of Football im Zusammenhang mit dem World Cup Events und Matchups erscheinen. Spiele mit dem realen Turnier und vervollständige die relevanten SBCs, um dein Food Team einen Schub zu geben. Bestimmte SBCs werden nur für eine begrenzte Zeit verfügbar sein. Melde dich also regelmäßig bei Food an, damit du nicht die Chance verpasst, deinen Kader zu verbessern. Fang das WM-Fieber während des Festivals von Football mit Themenveranstaltungen in Daily Knockout Turnieren und wöchentlichen Zielen an. Halte Ausschau nach Squad Battles während des gesamten Festivals, dies und mehr. Man mag es fast nicht glauben, aber es ist wahr. EA hat in der Öffentlichkeit gesagt, dass sie es schade finden, dass Konami auch dieses Jahr kein PES auf der Switch bringen wird. Man vermisse den Konkurrenzkampf, der wie bei einer Fußballmannschaft über eine Position einfach wichtig ist. Während Konami sich nur noch auf die Next Gen konzentrieren, haut EA auf allen Plattformen FIFA 19 raus. Okay. Zugegeben rate ich allen All-Gen-Zockern vom Kauf ab, da es eine mega abgespeckte Version sein wird. Nicht mal die Champions League wird dabei sein auf der PlayStation 3 und Xbox 360. Auf der Switch wiederum kann man sich auf die UEFA-Turniere und vieles mehr freuen. Auch wenn ich es demnächst bei einem PES-News-Video nochmal ansprechen werde. Für alle und besonders für PES-Fans eine tolle Nachricht, denn endlich kommt die PES-Demo Ende Juli, Anfang August auch auf dem PC raus. Jedenfalls sieht EA viele Vorteile in der Switch-Version. Weitere Neuheiten und mehr folgen natürlich. Für alle FIFA-Zocker heißt es nun Daumen drücken. Es ist safe, dass die Russland-Liga in FIFA 19 fehlen wird. Ob die russischen Champions League oder Europa League-Teilnehmer dabei sein werden, kann ich bisher nicht sagen. Auch als Konami die UEFA-Lizenz hatte, waren nicht alle teilgenommenen Vereine in PES vertreten.
In diesem Jahr wird PES den ein oder anderen FIFA-Zocker nochmals verärgern. Denn wir alle warten immer noch auf die Bestätigung, welche große Liga aus Europa kommen wird. Anfangs dachte ich ja, die französische Liga, bis mir nochmals klar wurde, die gibt es ja schon länger in PES und wird geteilt mit FIFA. Nach einigen neuen lizenzierten Ligen kommen noch zwei, eine aus Amerika und Europa. Dieses Bild verrät, wann und wo PES 19 als Event vorgestellt wird. Da sieht man Italien, Spanien, Deutschland, Russland und so weiter. Doch zwei Fragezeichen sind da noch. Wo geht's am 23. Juli und am 27. Juli hin? Laut PES-Experten glaubt man, dass es nach Kolumbien und Türkei geht. Dass Konami sich die komplette Lizenz zur kolumbianischen Liga geholt hat und damit eindeutig, was Südamerika betrifft, in Führung geht. Doch haben die Experten recht? Dann tun mir alle Türken, die saugerne FIFA zocken, leid. Viele wünschen sich anstatt ein Aus der türkischen Super League die zweite türkische Liga hinzu in FIFA. Doch Gefahr besteht, dass Konami schon bald laut Experten die Super League vorstellen wird. Die Frage bleibt dabei offen, wenn es dazu kommen sollte, ob dann EA und FIFA 19 wie die russische Liga die türkische Liga komplett verliert, wegen einer exklusiven Partnerschaft, oder ob man diese Liga wie die aus Frankreich, Schweiz und so weiter teilt. Es liegt meist am Verband.